dir die von irgendeinem wahllosen Loser reinspritzen? Ja, deine. Was soll denn das heißen? Wenn eins meiner Kinder ein Dad hat, dann haben beide ein Dad. 10.000. Sag gar nichts und hol dein raus. Er ist nicht steil. Warum nicht? Ich trag doch das Outfit. Vielleicht, weil du eklig bist und ihm aus der Rolle fällst. Sei gegrüßt, liebe Serien-Junkies. Heute gibt es mal wieder neues Futter für eure verwöhnten Lachmuskeln. Und zwar in Form der neuen britischen Comedy-Serie Die Diva. Tja, und getreu dem Motto Selbst ist die Frau, hat sich die kanadische Komikerin Catherine Ryan die gleichnamige Hauptrolle erst einmal höchstpersönlich selbst auf den Leib zugeschrieben. Wie sie das gemacht hat, fragt ihr? Tja, sie fungierte einfach mal für die sechsteilige Netflix-Originalserie nicht nur als Autorin für die Drehbücher, sondern auch gleichzeitig als Produzentin und Hauptdarstellerin. In der Serie geht es um eine chaotische Mutter, die sich von ihrem verhassten Ex-Mann, der übrigens auch der Vater ihrer bisher einzigen Tochter Olive ist, ein zweites Kind wünscht. Doch wie soll sie das alles ihrem aktuellen Freund verkaufen, geschweige denn ihren Ex von dieser, sagen wir mal, gelinde gesagt, komplett verrückten Idee überzeugen? Zumal sie eigentlich jetzt schon mit einem Kind total überfordert ist und komplett an ihre Grenzen stößt, was das Zusammenspiel zwischen Karriere und Kindererziehung betrifft. Tja, ihr merkt schon, Probleme über Probleme. Da die Handlung der Serie, wie für dieses Genre üblich, relativ einfach gestrickt ist, steht und fällt die Serie mit der Performance von Catherine Ryan. Ach, und übrigens, die Serie wurde von jenen Studios produziert, welche auch für die gefeierte Dramedy The End of the Fucking World verantwortlich zeichneten. Schreibt uns mal unten in die Kommentare, ob euch die Serie gefallen hat oder eben nicht. Jetzt aber viel Spaß mit dem offiziellen deutschen Trailer. Bleibt gesund und bis bald. Ihr Beziehungsstatus ist alleinstehend. Wie lange sind Sie schon Single? Daddy! Hey! Als ich mich von Olives Vater trennte, war sie noch ein Baby. Und das war meine letzte ernsthafte Beziehung. Du weißt, dass ich mehr bin als nur Gelegenheitssex. Ich will dazugehören zu dieser Familie. Ich möchte, dass du mich reinlässt. Dann machen wir es dieses Wochenende mal. Was? Nein, ich meine reinlassen. Das habe ich nicht gemeint. Das ist, ich meine, ich tue es ja, weil ich so drauf bin. Okay. Also, Catherine, du warst nicht imstande, deine Beziehung mit dem Trousseau-Sänger Shepard Knight aufrechtzuerhalten. Ich bin weitergezogen, siehst du doch, und das wirst du auch bald. Ich bin für dich da, wenn du mal reden willst. Und ich bin für dich da, wenn das eine Geiselnahme ist. Zwinker, wenn du Hilfe brauchst. Mami, bist du sauer wegen meiner Stiefmom? Nein, ich habe kein Kind, damit das für immer mir gehört. Olive darf kein Einzelkind sein. Das haben die Eltern von Beyoncé auch gesagt. Und dann hatten sie Solange. Solange ist die wahre Visionärin der Familie, und das weißt du. Ich bin bereit für ein zweites Kind. Ich mache das mit einem Samenspender. Das ist der sicherste Weg für mich. Was ist der Grund dafür, diesen Weg zu beschreiten? Wissen Sie, meine ganze Familie ist tot. Für mich. Ich war also bei Olives Geburt ganz allein. Aber jetzt haben wir einander. Wir haben Spender im Alter von um die 20 Jahren. Besonders fit für eine geriatrische Schwangerschaft. Wie haben Sie mich gerade bezeichnet? Du lässt dir die von irgendeinem wahllosen Loser reinspritzen? Ja, deine. Was soll denn das heißen? Wenn eins meiner Kinder ein Dad hat, dann haben beide ein Dad. 10.000. Sag gar nichts und hol dein raus. Er ist nicht steil. Warum nicht? Ich trag doch das Outfit. Vielleicht, weil du eklig bist und ihm aus der Rolle fällst. Mal deine Familie in den Grimmel, ist Legasthenikerin, also gibt's da schon mal Missverständnisse. Millie ist Kakasthenikerin. Was bitte? Ist ja fast so, als sollte man nicht mit einer Neunjährigen auf Augenhöhe sein wie Schwestern. Hey, tu mal so, als hätte ich einen Witz erzählt. Wieso? So machen das Erwachsene abends im Pub. Sie lachen. Ich hatte Unrecht, wenn ich je den Eindruck vermittelt habe, dass dein Dad und ich perfekt wären. Wir lieben dich sehr, aber wir respektieren dich auch. Es ist nicht schwer, sei einfach eine anständige, f***te Mom!